meine Lieben, heute gibt es mein allererstes Follow Me Around auf diesem Channel. Ich war nämlich in Rumänien bei meinen Verwandten vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2, 3 Wochen. Und habe euch ja versprochen, dass ich euch noch Bilder zeigen werde und so weiter. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Bilder gemacht. Ich habe auch einige Videos gedreht, die ich euch hier in dem Video jetzt noch reinschneiden möchte. Und werde jetzt einfach ein paar Bilder auch mit Musik und so weiter zeigen. Und im Anschluss natürlich auch noch vertonen, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe oder Text dazu einblenden. Und ja, also Rumänien, ja, das ist so mein zweites Heimatland. Meine Eltern kommen von dort und eigentlich so meine ganze Familie. Und meine Mama kam damals, als ich geboren wurde, ich glaube 2 Monate bevor ich auf die Welt kam, sind sie nach Deutschland gekommen. Es war 1990. Ja, Rumänien, das sind so meine Wurzeln. Also ich verbinde ganz viel damit und wollte jetzt schon Ewigkeiten mal wieder hin. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich noch ziemlich jung war. Und seitdem sind wir auch nicht mehr nach Rumänien gegangen. Also ich war jetzt, seitdem ich 10 war, nicht mehr in Rumänien. Das sind 14 Jahre jetzt gewesen. Und konnte jetzt mit meinem Papa endlich mal nach Rumänien gehen. Und ja, das war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe sehr viele Eindrücke mitgenommen und möchte auf jeden Fall wieder hingehen. Wir haben bei meiner Oma dort gewohnt. Und ich habe viele Verwandte gesehen, die ich Ewigkeiten vermisst habe. Und auch eine Person, meine Großtante, die wahrscheinlich nicht mehr so lange leben wird, und mir war es so wichtig, sie wieder zu sehen, weil sie früher auf uns immer aufgepasst hat, als wir klein waren, war sie immer in Deutschland für einige Monate bei uns, und es hat mir so am Herzen gelegen und ich hatte sehr Angst, dass ich sie nicht mehr sehen werde, und das war einer meiner größten Wünsche, dass ich nochmal dorthin gehen kann. Und ja, das hat einfach, das war so ein Herzensding. Ja, es war sehr schön. Also wir haben erstmal für die Fahrt ungefähr 12 Stunden gebraucht, und dann hat mir schon gefallen, dass da lauter Tiere so rumgelaufen sind, einfach so mitten in der Pampa. Und ich fand es total toll. Und anscheinend gibt es da auch nicht wirklich Massentierhaltung. Das hat mich total beeindruckt, weil die Kühe laufen wirklich frei rum. Die haben nicht mal so ein Gehege oder so, so eine Abzäunung oder sowas. Die laufen da wirklich rum und kommen dann wieder am Ende des Tages nach Hause und leben mitten so in der Pampa. Und das fand ich total beeindruckend und musste davon unbedingt Bilder und Videos und so machen. Und ja, es wird aber trotzdem viel Fleisch in Rumänien gegessen. Es wird dafür halt ganz viel importiert bei denen. Ja, also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und ich zeige euch Bilder und Videos. Und wie gesagt, vielleicht komme ich nachher nochmal. Und wir sind gerade spazieren und da ist so eine tolle Kathedrale dort hinten. Und jetzt gehe ich mal kurz ins McDonald's, ich muss aufs Klo. Hier gibt es sonst kein anderes. Und ja, demnächst werde ich euch auf jeden Fall noch in eine Mall hier mitnehmen und euch zeigen, was es hier so zu essen gibt und dass man hier auch vegan essen kann ganz gut. Wo man immer denkt, in Rumänien geht es nicht so toll. Und ja, genau. Eigentlich ganz schön hier. Hier gibt es eigentlich auch alles, was es in Deutschland zu sehen gibt. So von den Geschäften her und so. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel los und sehr viele Baustellen in der Stadt. Aber ja. Genau, es sind sehr viele Blumen überall, Rosen und so. Ich habe euch ja schon gezeigt, meine Oma hat mir gestern auch so schöne Rosen gekauft. So, ja. Bis bald! Die Leute in Rumänien leben in extrem armen Verhältnissen. Also da gibt es ein Monatsgehalt von ca. 200 bis 300 Euro im Monat bei gleichen Preisen wie in Deutschland. Also im Supermarkt kostet alles gleich viel. Also es sind wirklich sehr, sehr arme Verhältnisse. Und ja, also man merkt schon, wie schön Deutschland eigentlich ist. Und ich habe euch auch ein paar Bilder, möchte ich auch ein paar Bilder zeigen, wie es dort so aussieht. Jetzt fragen sich auch sicherlich viele, wie es dort so war mit dem Essen, ob man in Rumänien vegan essen kann. Und ja, man kann auf jeden Fall vegan essen, auch wenn es nur so ein kleines Monatsgehalt gibt. Man kann vegan essen, weil es nicht wirklich teurer ist. Es gibt dort alles, es gibt sogar Süßkartoffeln, es gibt Goji-Beeren. Ich habe so viel entdeckt im Supermarkt und ich habe euch deshalb alles einfach mal so gefilmt, so einen Rundgang ums Obst und Gemüse, dass ihr seht, es gibt wirklich alles dort. Und da wir ja bei meiner Oma gewohnt haben und kein anderer irgendwie vegan oder vegetarisch ist, haben wir es einfach so gemacht, dass ich immer die Beilagen gegessen habe. Ich glaube, an einem Tag hat sie dann irgendwie Hähnchen mit Salat und Gemüse und Erbsen gemacht und ich habe dann eben Salat,
Gemüse und Erbsen gegessen und das war völlig ausreichend. Und morgens habe ich mir dann einfach pflanzliche Milch geholt, mit Müsli gegessen und abends habe ich mir dann meistens so einen Kichererbsensalat mit Sojajoghurt und Paprika und viel Kräutern und so weiter gemacht. Und das Gemüse in Rumänien schmeckt einfach so, so, so viel besser, weil es einfach viel mehr Geschmack hat und ja, ist einfach zum Dahinschmelzen. Wir waren bei meinem Opa in Rumänien, den ich auch 14 Jahre jetzt nicht mehr gesehen habe. Und er hat einen riesigen Hof, hatte er schon damals. Und hat Hunde und Hühner und kleine Enten und Küken und so weiter. Und da kommt jetzt gleich ein ziemlich, ziemlich dummes Bild. He's the kind of likes to get a loving own. He had the right place at the right. Und da war ich auch total begeistert, weil sein Garten einfach so groß ist und es ist einfach alles, alles, alles Bio, was er da macht. Und er geht nicht mal wirklich einkaufen in Läden, er lebt aus den Sachen, die er dort anpflanzt. Also dort gibt es wirklich alles. Verschiedene Apfelsorten, Kirschbäume, Brokkoli, Blumenkohl, alle Kräuter, die du dir vorstellen kannst. Also der hat wirklich alles. Er hat auch Brennnesseln gegessen, was man, glaube ich, hier gleich in diesem Video sehr gut sehen kann. Was sehr, sehr traurig ist für mich und mich sehr schockiert hat auch die letzten Monate, ist das Thema mit den Streunern in Rumänien. Es gibt jetzt ein Gesetz zur Tötung, dass Streuner quasi in Rumänien getötet werden dürfen, sogar gegen Geld, weil die so Probleme haben und das nicht in den Griff bekommen, weil die Tiere sich so vermehren. Und als ich klein war, damals in Rumänien, habe ich mich immer über dieses Streuner richtig gefreut. Ich war schon immer wahnsinnig tierlieb und bin hin und hab die gestreichelt, obwohl jeder gesagt hat, nein, geh nicht hin. Ich wollte immer hin und hab die Hunde gestreichelt und mit denen gespielt und hab immer gesagt, oh, ich würde den gern mitnehmen und dem zu Hause geben. Und dann habe ich auch immer gesagt, ich werde später mal das Haus von meiner Großtante, die immer auf uns früher aufgepasst hat, irgendwann mal umbauen zu einem Tierheim. Das habe ich immer gesagt und auch schon so Skizzen gemacht, als ich 10 war. Das war immer mein Plan. Und als ich das dann mitgekriegt habe mit diesem Gesetz zur Tötung, das fand ich extrem schlimm. Und was ich noch viel schlimmer fand, ist, dass ich in Rumänien gerade mal in einer Woche 2 Streuner gesehen habe. 2 Streuner. Und ja,
Also ich finde es extrem hart, weil man weiß, was mit den anderen passiert ist und einfach schlimm. Letzter Punkt, den ich jetzt noch ansprechen möchte, ist die Busfahrt. Ich bin alleine nach Hause gefahren, ja, mit sehr vielen Leuten, die nicht Deutsch gesprochen haben, alle Rumänisch, und ich war die Einzige, die Deutsch gesprochen hat. Nur der Busfahrer hat auch Deutsch gesprochen, aber mit dem hatte ich nicht wirklich Kontakt. Und das 22 Stunden in einem schönen, engen, manchmal viel zu kalten oder viel zu heißen Bus. Und mir die ganze Zeit schlecht und nicht nur Musik hören und gerade ausgeguckt und 22 Stunden hellwach, nicht wirklich geschlafen. Das war keine Erfahrung, die ich nochmal machen möchte, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es wirklich krass war, auch immer die Pausen, 60 Frauen wollen aufs Klo und zwei Türen gibt es, also zwei Klotüren gerade mal. In 20 Minuten, sehr, sehr stressig und man hat sehr, sehr Angst, dass man nicht wieder im Bus reinkommt. Aber es war auch eine Erfahrung, und es war eine Erfahrung, wo ich danach sagen kann, möchte ich nicht unbedingt nochmal machen, hat einmal gereicht. So, ich hoffe, euch hat mein Follow Me Around gefallen und die Bilder haben euch auch gefallen und ich konnte euch ein bisschen was über mein zweites Heimatland Rumänien erzählen. Und falls ihr wissen möchtet, ich spreche übrigens, ich spreche auch ein bisschen Rumänisch, sehr, sehr wenig. Ich verstehe fast alles, weil meine Eltern immer Rumänisch gesprochen haben früher. Ich glaube, wenn ich mal 3 Monate dort wäre, würde ich die Sprache relativ schnell beherrschen. Aber ich kann zu wenig, um sagen zu können, ich könnte jetzt allein nach Rumänien und mich dort verständigen. Also das wäre jetzt schon schwierig für mich, würde ich sagen. Man kann ja immer Englisch reden, aber Rumänisch wäre schon schwer. Danke, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann seht ihr unten in der Infobox einmal mehr Informationen dazu. Und ja, andere Infos. Bis dann mal. Ciao.